Die nächste Frage kommt von Fairies Firecore. Liest du Fanfiction, die über Fabi und dich gehen? Wenn ja, hast du Favoriten? Tatsächlich haben wir bislang nur die gelesen, die schon mal in Briefen mitgeschickt wurden. Ich habe noch nie danach geguckt, ob es Fanfictions über Fabi und mich gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Evi schreibt, dass sie immer noch gerne Tipps von mir zu Workouts, Ernährung etc. kriegen würde. Ein bisschen was habe ich ja dazu im Q&A schon gesagt, aber ich werde auf jeden Fall mal noch mehr in einem extra Video dazu bringen. Sie schreibt außerdem noch, dass sie Motivation bräuchte. Tatsächlich war für mich eine unheimlich gute Motivation, dass ich in ein paar von meinen Lieblingsklamotten nicht mehr oder nur noch gerade so eben reingepasst habe. Und das war für mich die Motivation. Ich will unbedingt wieder reinpassen. Ich möchte wieder fitter werden. Und ich wollte ja früher immer gerne ein Bauchnabelpiercing haben und ich fand mich immer zu dick dafür. Und das war irgendwie nochmal eine weitere Motivation. Tegan B-Night schreibt, welches ist dein Lieblingsprojekt auf Zap? Tatsächlich habe ich eigentlich kein wirklich richtiges Lieblingsprojekt. Es gibt eigentlich nur die Projekte, die mir immer Spaß machen und die Projekte, wo ich ab und an schon mal so Durststrecken habe. Prinzipiell zeigen wir aber nur Spiele, die uns Spaß machen, wenngleich ich auch manchmal wirklich extrem genervt bin. Bei Assassin's Creed hatte ich jetzt echt so eine Situation, wo ich gedacht habe, boah, ich... Lächeln und winken. Da war ich echt, da lief gar nichts, wie es sollte und ich war richtig, richtig mad. Gina Lix oder Lux Grisur schreibt, was findest du am schönsten auf der Welt und was ist dein größter Wunsch, auch wenn du weißt, dass er nicht in Erfüllung gehen kann? PS, bist die Beste, mach weiter so und Fabi natürlich auch, danke dir. Das Schönste auf der Welt. Das Schönste auf der Welt. Wenn ich jetzt von Orten ausgehen würde, würde ich sagen generell, oder ja, ich würde sagen das Meer und Nordlichter finde ich wunderschön, wenn ich jetzt mal so in die Richtung denke. Da kann man ja viele Sachen nennen, ob es nur Tätigkeiten sind oder Orte oder irgendwelche Phänomene, wie jetzt zum Beispiel Nordlichter. Aber das sind jetzt gerade so die Sachen, die mir spontan einfallen. Und was mein größter Wunsch ist, ich würde total gerne mal auf die internationale Raumstation. Das wäre mein größter Wunsch. Ich würde gerne einmal in meinem Leben in den Weltraum, aber das wird wohl nie in Erfüllung gehen. Schade, aber das würde mich schon reizen, auf jeden Fall, ja. Dieser Julian schreibt, gibt es eine Pferderasse, die du rein optisch nicht schön findest und wenn ja, welches? Puh. Da muss ich jetzt echt überlegen, weil es gibt eigentlich keine Pferderasse, die mir so überhaupt gar nicht gefällt, muss ich sagen. Es gibt bestimmt auch Rassen, die mir in bestimmten Farben nicht gefallen. Aber jetzt so eine Rasse, die mir generell überhaupt nicht gefällt? Ich glaube nicht. Bei Katzen oder Hunden könnte ich Rassen nennen, aber bei Pferden fällt mir tatsächlich keine ein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Lana zur Mühle schreibt, was würdest du in Star Stable anders machen? Ich würde definitiv, wenn man die Möglichkeit dann hätte, schauen, dass die bestehenden Server stärker werden, dass die, die schon voll sind, nicht immer so große Probleme haben. Ich würde auch Dressur einführen, ich würde richtige Springen einführen, vielleicht auch Vielseitigkeitsturniere anstatt immer nur die Rennbestenlisten. Ich würde den Schnee zurückbringen wollen. Ich würde definitiv mir mehr Quests auch wünschen, die ich dann gerne bringen würde, wenn ich das ändern könnte. Und ich würde nicht so komische Marketing-Fails raushauen wollen, wie jetzt das mit dem Silberfuchs. Das ist für mich ein Marketing-Fail. Mia B. schreibt, beschreibe deine bzw. eure Community mit 3 Wörtern. Lustig. Treu. Und aufbauend. Weil man kann super viel Spaß mit euch haben. Gerade in den Streams merkt man das immer wieder, dass sie zwar teilweise wirklich anstrengend sind, wenn viele Leute da sind, aber man hat immer was zu lachen. Es sind unheimlich viele Leute, die jedes und jedes und jedes Mal wieder dabei sind. Und aufbauend deswegen, weil
Viele sagen immer, oh, ihr baut uns mit euren Videos immer auf. Aber ganz ehrlich, ihr baut uns auch mit euren Kommentaren auf, wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Und dafür auch mal einen Daumen nach oben und ein Dankeschön von mir und mit Sicherheit auch von Fabi, wenn er jetzt hier wäre. Alessia Westsister schreibt, welchen Schulabschluss hast du? Hättest du Zeit, würdest du ein eigenes Pferd wollen? Wie viele Haustiere hattest du schon? Ich glaube, das müsste mittlere Reife sein oder ist das Fachhochschulreife? Ich glaube, mit der abgeschlossenen Ausbildung habe ich Fachhochschulreife. Also ich war auf jeden Fall auf dem Gymnasium und bin nach der 11. abgegangen. Einfach aus dem Grund, weil ich nach der Ausbildung nach dem Abi vorhatte, sowieso irgendwas Kaufmännisches zu machen. Weil die Sachen, die ich wirklich gerne gemacht hätte, da wäre es sehr schwer gewesen, Fuß zu fassen. Ich hätte gerne irgendwas in Richtung Marketing gemacht oder irgendwas Designmäßiges, Künstlerisches oder Architekturmäßiges und das wäre, glaube ich, recht schwer gewesen. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, bewirbst du dich einfach schon mal. Ja, und dann hatte ich einfach ein Gespräch und es hat geklappt und deswegen bin ich schon vor meinem Abitur von der Schule gegangen. Hätte ich Zeit, ob ich ein eigenes Pferd wollen würde? Ich glaube tatsächlich nicht, da mir das, auch wenn ich Zeit hätte, wird mir das, glaube ich, zu viel, weil ich auch noch so viel anderes um die Ohren habe. Irgendwas würde ich vernachlässigen, selbst wenn ich irgendwie Zeit habe, weil ich schlecht bin im Zeitmanagement. Und wie viele Haustiere ich schon hatte, vor Hanni und Nanni 2. Und zwar 2 Katzen. Die erste hieß Kitty, die ist aber relativ schnell eingegangen, weil die Leukose hatte, das ist sowas ähnliches wie Krebs. Und dann die zweite, das war eine schwarze Katze, die hieß Trixie, die ist vor drei Jahren, glaube ich schon, ist sie eingeschläfert worden, weil sie ja auch den kompletten Bauchraum leider von Tumoren zerfressen hatte. Aber die beiden Miezekatzen hatte ich schon vor Hanni und Nanni. RS Photography schreibt, ich wollte mal fragen, ob du Erfahrung mit psychischen Krankheiten, Problemen oder Zwängen hast und was du Leuten, die damit Probleme haben, auf den Weg geben kannst. Ja, ich habe damit tatsächlich Probleme. Es ist eine psychische Krankheit. Und zwar habe ich seit sehr, sehr jungen Jahren, damals war das noch gar nicht bekannt, so wirklich die Krankheit, habe ich schon ADHS, das wurde damals bei mir festgestellt, da war ich 4? Ja, 4 war ich da. Und damals war das, wie gesagt, noch überhaupt nicht großartig bekannt. Wir waren bei unheimlich vielen Ärzten, um irgendwie rauszufinden, warum ich immer so durch den Wind war und Wutanfälle hatte und was nicht alles. Ja, und dann hat das irgendwann tatsächlich mein normaler Kinderarzt rausgefunden und hat gesagt, das könnte das und das sein. Und das ist tatsächlich bei mir ausgelöst. Das ist ja eine Stoffwechselstörung quasi im Kopf. Und das ist bei mir durch falsche Nahrungsmittel ausgelöst. Wollte ich auch mal ganz gerne ein extra Video drüber machen, wenn euch das interessiert. Und leider können auch Zwänge als Begleiterscheinung, ist auch eine Begleiterscheinung, eine mögliche dieser Krankheit. Und leider habe ich da mit dem ein oder anderen Zwang zu kämpfen. Und das belastet mich und macht mir auch einiges im Leben deutlich, deutlich schwerer und macht mich auch teilweise zu einer Belastung für andere. Und im Endeffekt, was ich mitgeben kann, es ist absolut nicht leicht, gegen sich zu gehen. Man sagt immer, man muss gegen sich gehen und sich vorsagen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Zwänge und ich habe ich habe einen Waschzwang und ich muss mir immer so vorsagen, das ist nicht schlimm, das ist nicht dreckig und es ist trotzdem unheimlich schwer für mich. Es ist extrem schwer für mich, was ich den Leuten mit auf den Weg gebe. Schämt euch nicht dafür, versteckt euch nicht, redet mit euren Freunden darüber, mit denen ihr wirklich vertrauen könnt. Jetzt nicht irgendjemand, der das dann rausposaunt und sich über euch lustig macht oder sonst irgendwas. Weil das sind dann sowieso keine Freunde. Redet wirklich mit euren engsten Freunden drüber, mit der Familie, mit Verwandten und sucht euch auf professionelle Hilfe. Auch ich werde das nächstes Jahr angehen. Das ist mein guter Vorsatz fürs Jahr 2018, dass ich das hoffentlich endlich mal in den Griff bekomme. Und ja, im Endeffekt all denjenigen, die sich jetzt vielleicht ein bisschen wiedererkennen da draußen vor den Monitoren, bleibt stark und wie gesagt, schämt euch nicht dafür. Das kann jeden treffen. Aber wichtig ist, dass man es irgendwie versucht anzupacken.
Marina Lotzen schreibt, was tust du, wenn du mal so richtig am Ende bist? Also wie beruhigst du dich quasi? Tatsächlich ist für mich der Stall eine unheimliche Beruhigung. Der Stall ist für mich Beruhigung. Ich kann mich auch wunderbar beim Sport entspannen. Und wenn ich mich ausgepowert habe, dann geht es mir eigentlich immer direkt wieder besser. Oder Musik hören, das ist auch immer, das hilft auch eigentlich immer. Und dann kam noch die Frage von ihr, verbringst du eigentlich viel Zeit noch mit Fabi? Tatsächlich haben wir nicht mehr so viel Zeit miteinander. Eigentlich, also so die Zeit, die wir haben zwischen seinen Streams und meinen Videos, wenn ich nicht gerade im Stall bin, dann schon noch. Aber es ist natürlich schon stark zusammengeschmolzen, ja. Dann hat Matthias CLLT gefragt, siehst du noch Romero? Romero sehe ich nicht mehr, weil ich den Verein gewechselt habe. Und da mir der Besitzer mit einer Anzeige gedroht hat, nur weil ich Bilder von ihm online hatte, wo ich nicht mal geschrieben habe, dass er mein Pferd ist. Ich habe ja immer gesagt, das ist meine Reitbeteiligung. Möchte ich auch überhaupt nicht mehr in die Nähe, weil ich einfach dieser Person nie wieder begegnen möchte, weil ich da so derbe enttäuscht von bin, dass ich sage, nee, das ist nicht mehr.